So, wie geht's weiter? Du hast gesagt, du bist jetzt mit Band unterwegs und nimmst auch mit denen jetzt auf. Wird alles ein bisschen anders als das Jahr im Studio ohne Plattenvertrag, ohne Druck, ohne alles jetzt für die nächste CD? Du meinst, was jetzt anders ist als beim ersten Album? Was jetzt kommt, ja, ja, weil du, ich habe das so verstanden, das ist dein letztes Konzert so von dieser Tour jetzt und jetzt genau. Geht's wirklich ans nächste Album. Jetzt gehe ich zurück in den Untergrund und ja, es ist diesmal schon sehr, sehr viel anders, weil man diesmal weiß, wenn man im Studio ist, werden wahrscheinlich, diesmal weiß man irgendwie, das werden da draußen ein paar Leute hören und jede Taste, jedes Wort legt man irgendwie auf die Goldwaage und man muss unheimlich aufpassen, da nicht zu viel zu denken, sondern einfach zu machen und deshalb brauche ich für mich, muss ich so wieder ganz zurückkommen, da wo ich herkomme, wo alles ganz normal ist irgendwie und dann kann ich wieder Songs machen, die so aus mir rauskommen und auch was die Band angeht, habe ich sonst immer bei jedem Song war klar, ich habe nur die Gitarre, der Song muss mit der Gitarre funktionieren und mittlerweile denke ich auch so ein bisschen in so Band-Arrangements, dass ich weiß, okay, da könnte die Gitarre das spielen oder da gibt's so ein Beat oder da spielt mal nur der Bass irgendwie in einem Moment, was da muss. Das heißt, du arbeitest jetzt auch mit der Band schon an den neuen Songs dann oder? Genau, ich mache ziemlich viel selber, weil es immer so persönliche Geschichten auch sind, aber was so Arrangements angeht und wenn dann ein Stück von einem Song da ist, dann setzen wir uns hin mit der Band und probieren aus. Wunderbar. Ihr setzt euch auch als nächstes hin und schreibt. Es hieß auch irgendwie, ihr macht euch ein bisschen rar jetzt in 2010, arbeitet am nächsten Album oder so? Ja, zumindest Anfang 2010 wird relativ wenig passieren, weil wir halt viel im Proberaum sein werden, auch schon mal kurz im Studio schon mal so erste Einfälle aufnehmen. Und im Sommer geht es dann wieder mit Festivals weiter, spätestens. Ja. Okay, aber noch nicht mit der neuen CD dann? Nö. Muss man mal gucken. Sascha? Ja, weiß ich. Je ne sais pas. Okay, man kriegt es dann über die Homepage raus.